Obligat wie jedes Jahr gab es auch diesmal wieder das Abschlusskonzert der Musikschule St. Michael. Die jungen Musiker konnten ihr Können den zahlreichen Besuchern des Volkshauses präsentieren. Herr Bodler, Sie machen das ja schon jahrelang, immer das Abschlusskonzert. Gehen dann nicht einmal die Lieder aus? Na, da machen wir keine Sorgen. Das Repertoire wird ständig erweitert und es gibt so viele gute zeitgenössische Komponisten auch. Und gerade im Jugendbereich wird so viel Neues immer wieder produziert. Das kann man alles verwenden und ich habe immer das Ohr bei Neuem. Wie ist das für die Jungen? Lernen die schwer oder sieht man da früh ein Talent? Naja, talentierte Schüler gibt es eigentlich wie immer. Also so dieser Durchschnitt von sehr Talentierten bis weniger Talentierten. Das Problem, womit die Jugend jetzt kämpft und auch wir an der Musikschule damit, das ist einfach ein zeitliches Problem. Die Schulen verlangen immer mehr Zeit, es wird immer länger Unterricht verlangt und es wird jeder Nebengegenstand zum Hauptgegenstand hochstilisiert und das ist für uns wirklich teilweise ein Problem. So vor Konzerten, so wie jetzt, wenn man dann hört, na, da kann ich nicht, weil morgen ist Geografie das, übermorgen ist Geschichte das und so weiter. Auf das muss man alles Rücksicht nehmen und das wird also immer schwieriger. Ist Musik aber nicht auch kulturell ganz, ganz wichtig, wenn Sie das in Ihren Augen sehen? Ja, ich finde, das ist ganz wichtig. Und zwar auch aus dem Grund, dass junge Menschen, aber wir haben ja auch viele Erwachsene an der Musikschule, dass die Begeisterung für ihr Leben haben, dass sie etwas Neues erleben, einen anderen Bereich als jetzt, wenn man von Erwachsenen redet, als von Geld, Zeitmanagement und so weiter, sondern wer musiziert, der ist in einer anderen Welt in dieser Zeit, der ist in einer Fantasiewelt, in einer komplett anderen Sphäre und damit kann man sich wieder sammeln, kann man wieder Energie gewinnen für das ganz normale Leben. Herr Bürgermeister, die Jugend ist ja relativ sehr viel wert. Sie haben das schon angesprochen. Jeder Cent wird quasi gebraucht für die Jugend, für Kultur. Ja, die Jugend ist unsere Zukunft. Und alles, was man für die Jugend ausgibt, ganz egal jetzt in welchen Lernbereichen, aber speziell in Sport und in Kultur und vor allem für die musikalische Ausbildung, ist eine unglaublich gute Investition für die Zukunft und für unsere Jugend. Sie haben ja auch ein musikalisches Gehör. Wann weiß man, aus dem wird ein Musiker? Ja, es stimmt. Ich habe selbst sehr lange musiziert, nämlich 31 Jahre. Ich durfte auch in dieser Marktmusikkapelle und auch in der Jugendkapelle seinerzeit mitspielen. Aber wann, das Talent selbst zeichnet sich schon sehr früh ab, indem das Kind Interesse zeigt für Musik.